verspitter, wollt reiter werden, hatte keine Päde, konnte keine werden. Nahm die allen Hippenbuch, ströf dem bitte um die Jagd, Hippenbuch, bitte. War das nicht ne schöne Reiterei? Ja, das war ne schöne Reiterei. Der Noppe Spitter wollte Reiter werden, hatte keine Sadel, konnte keine werden. Nahm die allen Kappesblatt, ströf dem Bitter Ungriak, Kappesblatt, Ungriak, Hippenbock, Bitter drauf. War das nicht ne schöne Reiterei? Ja, das war ne schöne Reiterei. Unser Noppe Spitter wollte Reiter werden, hatte keine Rüstung, konnte keine werden, nahm die allen auf den Spief. Ströf dem bitte dat Lief, auf den Spief, dat Lief, Kappesblatt, Umriak, Hippenbock, Peter Drop. War das nicht eine schöne Reiterei? Der Noppe Spitter wollte Reiter werden, hatte keine Schneuzer, konnte keine werden. Nahm die allen Stück vom Haas, fängt dem Bitter um die Nas, Stück vom Haas um die Nas, auf und spiel, immer trieb, Kappensblatt, um die Jagd, Hippe vor, Bitter drauf. War das nicht ne schöne Reiterei? Ja, das war ne schöne Reiterei. Unser Noppe Spitter wollte Reiter werden, hatte keine Stahlhelm, konnte keine werden. Nahm die alene Kammerpott, ströf dem Bitter um den Kopf, Kammerpott um den Kopf, um den Gras, um die Nase. Auf den Spiel, immer lieb, Kappesblatt, Umriak, Hippenbock, Bitterloch. War das nicht ne schöne Reiterei? Ja, das war ne schöne Reiterei. Unser Noppe Spitter wollte Reiter werden, hatte keine Sabel, konnte keine werden. Nahm die allen Küchenmetz, fängt dem Bitte an der Stätz, Küchenmetz an der Stätz, Kammerpott um der Kopf, auf den Spiel, immer lieb, Kappesblatt, um die Jagd, Hippenbock, Bitterloch. War das nicht ne schöne Reiterei? Ja, das war ne schöne Reiterei. Und der Noppe Spitter wollte Reiter werden, hatte keine Lanze, konnte keine werden. Nahm die allen Bundesstand, drückt den Bitter in die Hand, Bundesstand in die Hand, Küchenmetz an der Stätz, Kammerpott um den Kopf, Stück vom Haas um die Nase, Kamm auf die, über die, Kappesblatt um die Jagd, Hippenbock, Bitter drauf. War das nicht ne schöne Reiterei? Ja, das war ne schöne Reiterei. Busch und Peter Mürkens. Der will das ja nicht mehr weg, ne? 125 Jahre Willi Ostermann.
100 Jahre Jupp Schmitz. Wenn das kein Grund ist, eine zweite Kölsche Nostalgiesitzung ins Leben zu rufen, dann weiß ich nicht. Sie haben uns ja quasi dazu genötigt, meine Damen und Herren. Und wir haben uns natürlich jetzt auch wieder etwas Besonderes einfallen lassen zu unserem Ilverat. Ich darf Ihnen vorstellen, an der Spitz Hans-Josef Mies. Er ist nicht nur Mitglied der KKG Nippeser Bürgerwehr, sondern er ist vor allen Dingen Feuerwehrseelsorger der Kölner Berufsfeuerwehr. Herzlich willkommen, Hans-Josef Mies. Ich komme ins Schwärmen. Wir haben für heute Abend drei Herren hier hinbestellt, die drei Kölsche Junge. Die drei Kölsche Junge haben in den letzten 30 Sitzungen für soziale Zwecke sage und schreibe 1,9 Millionen Mark hereingeholt für soziale Zwecke. Da sind sie dabei. Ein besonders herzlichen Applaus. Die drei Kölsche Junge. Und so heißen Karl-Heinz Zimmermann, Karl Butz und Jakob, genannt Köbes Schumacher. Herzlich willkommen, die drei Kölsche Junge. Ich stelle Ihnen weiter vor, Hubert Koch, Bas des Literatenstammtisches Köln, der sogenannten Literatenmafia und natürlich Literater Altstädter, die Mütze hält auch dafür an. Herzlich willkommen, Hubert Koch. Ich darf Ihnen des Weiteren vorstellen, Bruno Eichel. Bruno Eichel, der Ehrenpräsident der Kajuja Köln und vor allen Dingen einer, der sich unerhört um den Nachwuchs in Kölsche Fastelorben verdient gemacht hat. Im letzten Jahr war ich schon dabei, hätte gesagt, ich komme gerne in diesem Jahr wieder. Bruno Eichel, herzlich willkommen. Ich darf Ihnen des Weiteren vorstellen, ein Urgestein im Kölsche Fastelorben, der Adi der Haas, Ehrenpräsident der Großen von 1823 und Kölner Bauer des Jahres 1972. Komm rein, Adi. Der genießt den Einmarsch wie ein Prinz. Der hat wohl dann immer so drin, stich mit den drei hier stehen. Ich darf ihn weiter vorstellen. Paul Bong, Sprecher des Juniorenförderkreises im Festkomitee Kölner Karneval und Präsident der KG MBZ. Wir blieben zusammen. Herzlich willkommen, Paul Bong. Des Weiteren stelle ich Ihnen vor, den Präsidenten der KG Alt Lindenthal, Hans-Karl Hagemann. Dieser Herr war Prinz Karneval des Jahres 1987, ebenfalls unvergessen. Herzlich willkommen, Hans-Karl Hagemann. So, und wir haben ihn wieder gewinnen können, Ihren, unseren Präsidenten der ersten Kölschen Nostalgiesitzung des vergangenen Jahres. Sage Ihnen nur eins, Werner Liessen. Er ist das sogenannte Abbild seines Vaters Thomas Liessen, unvergessener ehemaliger Festkomitee-Präsident. Und vor allen Dingen, er hat auch die Art und Weise, nicht nur von der Statur, nicht nur vom Büschelchen, nein, meine Damen und Herren, er hätte auch singen durch. Wir haben ihn gewinnen können heute für den Ilverat. Franz Unrein, der Schütze, bumm, meine Damen und Herren. Empfangen Sie ihn mit besonderer Begeisterung. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt darf ich das Wort weitergeben an Ihren, an unseren Präsidenten der zweiten Kölschen Nostalgiesitzung, Werner Liessen, Ötkan Lossion. Bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde Kölscher Nostalgie, Kölschen Fastelovens, an dem man sich erinnert, was vor Jahrzehnten einmal schön war. Und wenn man sich schon heute die Zeit nimmt, sich an etwas zu erinnern, dann muss es schon schön gewesen sein. Denn an was Schlechtes, ich erinnere mich jedenfalls nicht mehr daran. Nunmehr möchte, was ist das dann? Haben wir ein Glas? Glas, ja.
meine Damen und Herren, ist der erste Regiefehler, sehen Sie. Jetzt sind wir schon bei einem Weltklasse-Gastronomen und ist noch nichts mit dem Glas hier. Eis will ich nicht haben. Und ich, ja, ist das denn möglich? Aber Herr Oberke, hören Sie mal. Mein lieber Mann, wenn du jetzt mit Wasser gekommen wirst, wirst du derselbe wäre, aber wieder zurückgegangen. Da kannst du ja doch verlassen. Nicht wahr? Ich muss schon zu Hause genug Wasser trinken. Da darf ich mit Ihnen, meine lieben Freunde, wenigstens heute Abend mal mit einem köstlichen deutschen Wein anstoßen. Erheben Sie das Glas. Trinken Sie mit mir auf unseren ewig jungen Kölner Karneval, auf unserer Mutter Colonia und rufen aus. Dreimal Kölle! 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 Sehr zum Wohle, aber mit Wein, nicht mit Wasser. Schlagen Sie bitte auf, unser einmaliges Liederheft, es wurde schon amerikanisch versteigert, und zwar auf Seite 5. Und dort hören wir zum ersten Mal am heutigen Abend ein herrliches Ostermannlied, Herr Kapellmeister. Bei Pullmanns ist der ganzen Tag die schönste Harmonie. Ich sage extra nur am Tag, doch nach's Mobil. Die Handelwelt, das ist so spannend, doch wenn ich seh, noch Neffen weg. Ich mein, als allergrößte Quam fällt dicker wieder. Wenn Hede Lambus mäht, dann ist ne was, Herr Seet. Na wat dann? Rösch, wo je Angen is, rösch, wo noch geht. Us Füß und in Schranke, Platz im Bett. Ich liege mit Röhe hier auf der Gant und morgen hat schlafen die Schaden auf Wand. Rösch, wo je Angen is, rösch, wo noch geht. Pullmanns ihre Mann, dann will man als und das mit Recht sich Platz zum Schlafen an. Denn sagen selbst, wie süß das muss, wenn Mann und Frau das nachgehen wollen und einer sich mit Grütz zum Schluss voll Krünkle nähen muss. Denn jedes Mal mit ihr derselben explizieren. Na was dann? Rutsch, wo jen Angen is, rutsch, wo noch geht. Du süßt, doch ich hab den Platz im Bett. Ich stehe dem Rücken hier auf der Gant. Von morgen auf schlafen ich an der Wand. Rutsch, wo jen Angen is, rutsch,
mir noch geht, du süß, doch ich schaff den Platz im Bett. Ich schlafe statt abends jetzt unterkant von morgen ab. Ich möchte keinem zu nahe treten, der bestehenden Interpreten, aber wohl mit die kölschesten und die für mich am einfühlsamsten kölschen Interpreten sind und bleiben die Black Fuzz. Wir haben für euch ein kleines Päckchen geschnürt mit Liedern der beiden Altmeister und hoffen, dass ihr euch gefalle. Beginnen möchten wir mit einem Lied, das hat Jupp Schmitz direkt nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, als er zum ersten Mal wieder seine Heimatstadt betrat. Und Köln sah beileibe nicht so aus damals nach dem Zweiten Weltkrieg, wie es hier auf der Abbildung hinter uns zu sehen ist. Und obwohl alles in Schutt und Asche war, hat er sein erstes Lied genannt, Ming herrlich Kölle. Et jit wohl keiner auf der Erd, der wie ne Kölsche an der Heimat hängt, der sich so viel Gedanken macht. Von morgens früh bis spät nur an sie denkt. Ming herrlich Kölle, wie süß du uns. Wo sind die Straße, wo stund ming Hus? Und bist doch zur Schlare, dat ändert ja nix dran, dat mir mit heißem Hetze von neuem fangen an. Dat mir mit heißem Hetze von neuem fangen an. In Köln, wo so viel gelacht, wo Freud und der Humor sing Heimat hat, wer hat dat dann wohl je gedacht, dat dich dat Schicksal schlare, der zu hat. Ming herrlich Kölle, wie süß du uns. Wo sind die Straße, wo stund mein Mut? Und bist du oft zur Schlabe, dat ändert ja nichts dran, dat mir mit heißem Hetze von neuem fangen an. Dat mir mit heißem Hetze von neuem fangen an. Doch eines das verlust dich doch, wenn all dat Leid und Elend ist vorbei, dann bauen wir dich schöner um. Denn wir sind eure Blüffe immer treu. Ming herrlich Köln, wie süß du uns. Wo sind die Straßen,
wo stund mein Hus? Und bis doch zur Schlafe, dat ändert ja nix dran, dat mir mit heißem Hetze von neuem fangen an, dat mir mit heißem Hetze von neuem fangen an, mein herrlich Göttin, wie süß du uns, wo sind die Straße, wo stund mein Hus? Und bist doch zur Schlafe, dat ändert ja nix dran, dat mir mit heißem Hetze von neuem fangen an, dat mir mit heißem Hetze von neuem fangen an. So, nach dem eher doch etwas besinnlichen Lied von unserem Altmeister Jupp Schmitz, jetzt zum Kollegen, zum Willi, dem nächsten Altmeister. Wir haben ein Lied von ihm, ja, das hätte zu einer Zicke geschrieben. Man könnte sagen, da waren so Kanarienvögel, Wellensittich oder Papageien noch nicht so regelmäßig und häufig in deutschen Wohnstuben zu finden wie heutzutage. Man war mit weniger zufrieden, sagen wir es mit einem Spatz, der hätte auch gedonnen, ne? Und wie ihr wisst, in Köln heißt ja ein Sperling oder ein Spatz, na, wie ein Mösch, genau. Und das hat der Willi wunderbar in einem Lied beschrieben. Und das für euch, das singen wir jetzt hier, wie Mösch. Was sitzen des Mittags, gewöhnlich in der Küche, weil es da am schönsten ist. Der Finster steht um, auf einmal flüchen Misch. Bei uns rin und setz sie um der Tisch. Eins lohnt sie rechts, dann lohnt sie links. Dann hätt sie noch der Miraubrot gespinkt. Der Süßte, der Hästet, mit Frau sein Lebermann. Süßt er dann doch bloß ins An. Wie könnt die Misch, die Misch, die Misch bei uns in der Misch und setz sie spinnen unter dich. Die Misch, die Misch, die Misch, was will die in der Küsch? Ein Misch hört in der Misch. Ach, wenn sie noch bloß wie auf Fisch. Ist den ängstlichen Misch hier unterfangen, wenn sie nix zu picken hätten. Die Misch, die bei uns war, die war bestimmt nicht bang. Die hat auf uns ein abgesinnert lang. Die muss Bescheid, die flog nicht fort. Stundenlang Soße auf Kaffeepott. Dann mäht er gewiss keine zweite Fuchel noch. Und man saß sprachlos da. Wie kriegt die Misch, die Misch, die Misch bei uns in der Küche und setzt sich mitten unter dich. Die Misch, die Misch, die Misch, was will die in der Küche? Ein Misch will in der Misch. Die Misch, die Misch, die Misch. Sie fing an zu fressen mit grausem Leben. Zu einem Kosthus fällt der Grab. Zwei Wochen bigger, dann machen ich ein Bett. Dann die Bambun, dann so genommen hätt. Hör, wie sie piepsch, du wunderst dich doch. Wo kriegt die Misch zu jodem Fett gekocht? Die ist daheim, ey, die friss ich satt und gering. Überflüssig, wenn man singt. La 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 la
ganze Dorf bloß wie geflüscht. Die Büsch, die Büsch, die Büsch, ja, die Überleitung zum nächsten Lied fällt eigentlich ganz leicht, weil von der Mösch zur Unschuld zu kommen, ist nicht so problematisch. Das nächste Lied ist ein Lied. Hat schon vergeht es, die Sache, oder was? Nein, ne? Das nächste Lied ist eine Symbiose eben. Jupp Schmitz hätte das Lied damals geschrieben und Jupp Schmitz war ja auch zeitweise Begleitpianist vom Ostermann. Und insofern haben die zwei sich irgendwie auch ganz gut gegangen und verstanden. Und wir hatten ja unbefruchtet vielleicht auch, ja. Und wir hatten ja das Glück für 1988 im Milowitsch Theater damals noch der Jupp Schmitz richtig leibhaftig kennenzulernen. Und das war für uns ein Wahnsinnserlebnis. Wir erinnern mit 88 war damals gewesen, noch mit so einer Süffelsanz und so einer Genüsslichkeit von so einer Sauerei-Singung. Das hätten uns wirklich unglaublich imponiert. Wir waren ja damals auch noch was jünger, aber dazu eine klasse Typ, der auch ganz hervorragend Klavier spielte, so jetzt mal, war für uns ein tolles Erlebnis. Wir haben das nächste Lied für euch, das heißt Die Unschuld. Wie gesagt, nicht, man rüscht sie nicht, man süht sie nicht, man hört sie auch nicht, aber irgendwie ist sie immer da, oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Ne? Hütet euch uns an, Die Unschuld. Sie stand am Waldesrand und neben ihr der Tand, die sprach, mein liebes Kind, im Wald die Räuber sind, geh bloß nicht dort hinein, es könnte schließlich sein, dass so ein Räuber käme und dir die Unschuld nähme. Ich weiß Bescheid, sprach da die Maid, ich hab bis heute es nicht bereut. Die Unschuld kann mir keiner nehmen, denn ich besitze sie nicht mehr. Die hab ich einem Mann gegeben, der war kein Held und auch kein Millionär. Jetzt müssen Sie mich fragen, was war er dann? Was war er dann? Der war Trompeter bei der Feuerwehr. Ja. Dankeschön. Also eigentlich könnte das Lied hier vorbei sein, aber man kennt den Jupp Schmitz nicht, der war ja so süffisant. Und das Lied setzt sich so fort. Er war ein Mann von Welt, hat Schulden mehr als Geld. Sie machte sich nichts draus, denn er sah blendend aus. Er war zu ihr so nett, lud ein sie in sein Bett. Da ist es dann passiert, was man so leicht verliert. Ich weiß Bescheid, sprach da die Maid, ich hab bis heute es nicht bereut. Die Unschuld kann mir keiner nehmen, denn ich besitze sie nicht mehr. Die hab ich einem Mann gegeben, der war kein Held und auch kein Millionär. Was war er dann? Gute Frage. Der war Trompeter bei der Feuerwehr. Ja, das war Jupp Schmitz, wie er lebt und lebt. Hast ihn gut vertreten. Dankeschön, freut mich. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Billy Ostermann in einem Lied, das heißt Kuderob, Kuderob, Kuderob. Bei Palm so ist der Pie verstoppt. War
is dat, wat is los in de Achterstraat? De groepel mensche steht en wat er für sich jeet. Geen Duivel wees bescheid. Alles is voor Schreck, jeder hörsch wie jeck. Wo gut der Rauch bloß her? Und paar Minuten drop, da wuss halt jeder dat Malheur. Im dritten Stock am Finster steht eine Frau, die winkt und schreit. Gude rum, gude rum, gude rum. Im Ballens ist der Biefer stumm. Er hat die Herren vom Ballen. Die hat sich du voll Ballen. Gude rum, gude rum, gude rum. Im Ballens ist der Biefer stumm. Er hat die Herren vom Ballen. Die hat sich du voll Ballen. Alles läuft und brennt, jeder schreit, es brennt und qualmt bald immer mehr. Für neue wie noch nie, lurt alles in der Höhe. Von dem Rauch wie ein Katz, kolerabel schwarz, Glück sind auf der Straße. Als hätten sie der Japsen da in Dränkeren geroß. Und zwischendurch in einer Tour, da hört man schreien nur. Gute Rob, gute Rob, gute Rob. Bei Ballen so ist der Biefer stumm. Es hat die Herr vom Ballen, die ganze Stufe vom Ballen. Gute Rob, gute Rob, gute Rob. Bei Ballen so ist der Biefer stumm. Es hat die Herr vom Ballen, die ganze Stufe vom Ballen. Was ich denke, Kunde, noch Viertelstund, der Feuerwehr war da und lurte offen nach. Und jetzt sie sagen, ja, dass das krumme Sold war ein Kinderschuld, was haben die sich gefreut? Die hatten drei paar nasse Söckhörsch in die Piefje tot. Und immer holt man das Geschrei, ob schon nicht längst vorbei. Gute Rob, gute Rob, gute Rob. Bei Ballen so ist der Biefer stumm. Er hat die Herr vom Ballen, die ganze Stufe vom Ballen. Gute Rob, gute Rob, gute Rob. Bei Ballen so ist der Biefer stumm. Er hat die Herr vom Ballen, die ganze Stufe vom Ballen. Wir wissen ja, die Familie vom Willi Ostermann, die stammt väterlicherseits aus dem Sauerland, aus Westfalen, aus Plettenberg. Und wenn man sich den Jupp Schmitz so ahnen lurt, mit seinem dicken Augenbrauen und den listigen Äugelchen und der dicke Knolle Nase, dann kam es einem immer vor, das müsste eigentlich so der Bürgermeister von Kairo oder von Ankara sein, so sah er aus. Und das ist ja auch typisch für uns alle im Rheinland und in Kölle. Seit Jahrtausenden sind die Lück aus der ganzen Welt hierher gekommen. Und die Mischung, die ist einfach einmalig, die wir hier haben. Und etwas mehr dazu in dem nächsten Lied von uns, und das heißt Unsere Stammbaum. Ich war ne stolze Römer, komm mit Cäsars Legion. Und ich bin ein Franzos, ich komm mit Napoleon. Ich bin Bur, Schreiner, Fischer, Bettler und Edelmann, Sänger und Gaukler, so fing alles an. So sind wir alt, hierhin gekommen. Wir sprechen all dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind immer Sinn, die Ecke am Ring. Da ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Spaghetti's für die Spitz. Und ich war ne Pimmock, hör
Sklavisch, Medisch mit. Ich bin Grieche, Türke, Jude, Moslem und Buddhist. Wir all mir sind nur Minche, vom Herrgott sind wir glisch. So sind wir alle wegen dir kommen. Wir sprechen höch, all dieselbe Sprache. Wir handeln durch, so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind. Ist bei uns hier zu besuchen. Menschen aus allen Ländern stammen mit uns hier an der Theek. Mein Läuf meist in Ankara, Tokio oder Madrid. Doch se schwade all wie mir und söke hier ihr Glück. So sind wir alle hingekommen. Wir sprechen hin. All dieselbe Sprache, wir handeln durch, so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind, die Ecke da bringt, da ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. So sind wir. All dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind. Die Ecke am Ring. Das ist ja, wo wir stolz drauf sind. Das ist ja, wo wir stolz drauf sind. Es war wunderschön bei euch. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen weiteren Abend. Schön zusammen. Moment. Meine Herren, ich glaube, die Blackfish haben eine Erklärung verdient in der Form. Ich komme fast auch aus einer 40-jährigen Karnevalserfahrung und habe Duette, Gesangsgruppen in früheren Jahren erlebt, ab den 50er, noch vor den 50er Jahren. Sogar von der Musikhochschule am Oberländer Ufer, als es in Köln noch keine Säle gab. Da waren die Duette, die Gesangsgruppen, die befassten sich lediglich mit den Texten um Kölsch, um Kölsches Milieu. Und dann wurde alles enger, kleiner, es wurde aber auch alles schöner. Es kamen Fremde auf uns zu, die Welt wuchs zusammen. Es wurden dann von den Blackfish Texte gebracht, die versöhnend waren, die auch andere Leute angesprochen haben, nicht nur uns Kölsche, die auch Leute angesprochen haben, die noch nicht mal die deutsche Sprache kannten. Die Leute, die so angesprochen wurden, durch diese Musik und durch diese Lieder, fühlten sich auf einmal zu Hause, zu uns gehörend. Wissen Sie, was das für ein Verdienst einer solchen Musikgruppe ist? Es gilt sich daher, bei den Blackfish nunmehr sich recht herzlich zu bedanken. Und aus gewissen Anlässen habe ich gebeten, von irgendwelchen Raketen Abstand zu nehmen. Dafür machen wir 6-mal Kölner Lauf. Sie sind einverstanden? Also, die Blackfish, 6-mal Kölle! 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 Ich bedanke mich bei Ihnen. Und nun, meine lieben Freunde, holen wir uns auf die Bühne einen Mann,
der aus derselben alten Zeit kommt, einen Interpreten, der Ihnen eine Rede halten wird, und zwar als der sogenannte Tütenügel. Eine Tütenügel ist ein Mann, der immer kleine Sachen aus einer Blase sich isst und süfft und immer vom Kleinen die Freude hat. Wollen wir uns ihn einmal anhören, und hören Sie gut zu, was er Ihnen erzählt, denn es lohnt sich. Empfangen Sie einen Tütenügel. Ja, ich bin schon 10 Jahre karnevalistischer Frührentner. Hab Zeit. Weil mir Verschiedenes in Berlin nicht gefällt, habe ich mich hingesetzt und denen einen Brief geschrieben. 2 Seiten, sehr intelligent formuliert. In den beiden Seiten nur 2 Fehler. Und das schon in der Überschrift. Ich hatte ihr klein und drecksack mit 2 E geschrieben. Und was mir gefallen hat, also Bonn ist ja auch schon Nostalgie, was mir sehr gut gefallen hat, war ja, dass der neue Kanzler, der Schröder, dem Helmut Kohl noch gestattet hat, eine Weile lang im Kanzlerbungalow die Küche mitzunutzen. Ist kein Witz, ist Tatsache. Ehrlich, jetzt war der Helmut am Kochen, Saumagen. Sette für sich in Küchenhilfe, Minna, reich mir doch mal eben den Suppenknochen. Kurz zurück, Günter Schröderin, sagte, hat jemand meine Doris gesehen? Apropos Kochen, ich war jetzt in der Sauna abkochen. Mir gehen über 3 Mann auf einmal jeden Handy. Sagte, wo bist du? Sagte, ich bin in der Sauna. Und du? Sagte, ich bin in Düsseldorf in einem sündhaft teuren Juweliergeschäft. Ich habe mir ein Collier ausgesucht mit Brillanten, 50.000 Mark. Sagte, bist du verrückt? 50.000 Mark. Ach, sagte, Schatz, mach doch, sag doch ja. Ich mach dir dann bleib wie der Jude. Und so. Er sagte, Jutta, kauf das Ding. Ja, sagte, ist aber noch ein Ring dabei, der kostet 20.000. 20.000 noch? Ach, der ist genauso gearbeitet. Und wenn ich den jetzt nicht nehme, dann passt das nicht, das Collier ist so hübsch und so. Ja gut, dann kauf auch noch den Ring, und wo du gerade in Düsseldorf bist, kauf dir noch 2 Paar italienische Schuhe, kauf dir noch 2 Kleider von Dior, aber dann ist Schluss, tschüssi, tschüssi, bis heute Abend, aufgelegt, aufgelegt. Das hätte für die anderen 2 Kameras eine Sache, wenn das Handy gehört. Nee, Spaß beiseite. Ich war neulich auf einer Quizveranstaltung. Ist ja jetzt modern. Damals war das noch nicht so. Stellt sich der Quizmaster vorne hin, sagte, wer von den Herrschaften hier kann mir einen Satz sagen mit zusammenhängend folgenden geografischen Begriffen? Asien, Kamerun, Siam, Po, Java und Sumatra. Keiner wusste, nur ich. Ich hatte es für eine junge Dame gesagt, Asien entschuldigen. Kann man unter ihrem Röckchen Siam, Popöchen kitzeln? Ja, warum denn nicht? Im Sumatra trage ich kein Höschen. Sagte für mich, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wie würde der aussehen? Sage ich, einen Wunsch frei, da wünsche ich mir das Geld vom Rockefeller, die Flocke vom Onassis und dass ich so aussehen würde wie Sie. Sagte, warum denn wie ich? Sage ich, wenn ihr so viel Geld hättet, wäre mir real wie ihr. Ich habe dann gewonnen, eine Reise in die ehemalige DDR. Nach Dresden.
Straßenbahn setzt man Frau Jennifer. Und an der Liebfrauenkirche nimmt die doch ihr Gebisserus und setzt sich da drauf. Sag, was machen Sie denn da? Ja, setze mein Otto, hat man gesagt, an der Liebfrauenkirche setze dich auf die Zehen und fährst bis Endstation. Ein Aal-Omi saß so im Abteil. Ich sage, Oma, wir sind aber schon ganz schön alt. Ja, setze 97. Ich sage, wo fahren wir hin? Nach Köln zu Verwandten? Nee, setze ich fahre zum Klassentreffen. Ich sage, Moment mal, mit 97 zum Klassentreffen, da sind aber bestimmt nicht mehr viel da. Nee, setze die letzten 12 Jahre fahre ich schon einmal allein hin. Jetzt habe ich dann meine Ware vom Parkplatz geholt. Ich sage, komm, Oma, ich fahre die Schlüge rup nach Ehrenfeld, der Motze her. Und weil es so heiß wird, der Kiss hast du das elektrische Schiebe da rup gemacht. Links die Schiebe rauf, rechts die Schiebe. Bin ich aus Versehen an der Schalter vom Ventilator gekommen. Fäng ihre Rocken so jetzt an zu flattern. Ach, setz ihr jungen Lück, macht da ja nichts mehr mit der Hand. Wie ich aussteige, laufe ich doch meinem Freund ins Gesicht. Das war in der Schule schon immer ein Brummer. Der war so dumm. Wenn ich nicht so eine Bildung hätte, würde ich sagen, saudumm. Aber Geld hat er gehabt von zu Hause. Ich sage, was ist aus dir geworden, mein Freund? Er sagt, ich bin Pastor geworden. Ich sage, wie hast du dann mit Dinge Intelligenz das Studium geschafft? Er sagt, ich habe ja nicht studiert. Mein Vater hat mir in die Kirche gekauft, hast mich selbstständig gemacht. Apropos Kirche, ich war jetzt drin, beichten. Sagt der Pastor, hör mal, mit dem Sündenregister kommst du aber nicht in den Himmel. Sag, ich war ja drin im Traum. Und Karnevalisten waren in dem Himmel, Karnevalisten. Und die hatten alle so hässliche Frauen am Arm, hässliche Frauen. Ich sage, was läuft da nee? Ja, sagt er, alle Karnevalisten, die sich auf Erden nicht gut geführt haben, die zu hohe Gagen verlangt haben, die bekommen zur Bestrafung so hässliche Frauen. Ich sage, Moment mal. Hey da, der Wiki Junggeburt, der singende Prinz, der Organisator von den Nostalgiesitzungen. Glaubst du denn, der sei besser gewesen als mir? Lorenz, was der eine super blonde Sexbombe am Arm hat. Ja, sagte Petrus, es gibt ja auch Frauen, die bestraft werden. Ja, meine Frau ist ja auch sehr schön, aber streng. Vorigen Sonntag hatte ich Geburtstag, wollte ich am Samstag den Rodonkuchen anschlagen, setze nix. Bleibt stehen bis am Sonntag. Ich sage, dann nehme ich mal ein bisschen von dem Pudding. Nix, der bleibt stehen bis am Sonntag. Der Cognac, nix, der bleibt stehen bis am Sonntag. Nur abends in der Eier, da wollte sie schmusen. Ich sage, nix. Fünfundzwanzig Jahre sind wir verheiratet. Am Altar hatten wir uns geschworen, wir werden nie mehr auseinandergehen. Ich habe in etwa mein Versprechen gehalten. Meine Frau nicht. Ist neulich ausgerutscht und hat sie in der Badewanne unter den Armaturen festgeklemmt. Hast du den Klempner gerufen? Ich sage, guck dir das an. Das ist ein klarer Fall, da muss ich mit dem Schneidbrenner dran. Ich sage, das ist mir ja, aber machen wir die Wand nicht kaputt.
Und wegen der Antwort war ich 2 Tage im Krankenhaus. Never mehr eine junge Tobe im Bett, 28 Jahre, der Chef sagte, wir haben Sie eingehend untersucht. Sie sind organisch topfit, Sie sind gesund. Er sagte, ich habe aber so ein Jucken in der Hüfte. Sagte, Sie sind gesund. Wie steht es denn mit der Liebe? Sagte, einmal im Monat. Sagte, in Ihrem Alter einmal im Monat, einmal in der Woche, einmal am Tag. Sagte, Sie haben gut reden, Sie sind Arzt hier im Krankenhaus, ich bin Kaplan in der Eifel. Ja, und bei dem in der kleinen Eifelkirche haben wir unsere Silberhochzeitsmesse gehalten. Jetzt hat meine Frau noch gesagt, pass auf, Trupp, das will ich dir sagen. Wenn wir da herjommen, wasch dir deine Schweißfüße. Und für allen Dingen dunde frische Söcke an. Wir sitzen vorne in der ersten Reihe, ob immer schnuppert mir Hulda. Jetzt hast du dir die Füße gewaschen? Ich sage, ja, mein Engel. Hast du frische Söcke an dir? Ich sage, jawohl, mein Schatz. Damit du durchläufst, dann ist die alle in die Handtasche. Ja, muss ich euch noch schnell erzählen, die Handtasche, die hat eine Nachbarin geschenkt. Nette Familie, die saß morgens mit dem Kleinen auf der Terrasse, wo am Frühstück gesagt, der Kleine ob immer. Sagte, Mama, Mama, das wollte ich dann zu lange gesagt haben. Immer wenn du in der Metro jetzt einkaufe, geht der Papa mit dem Dienstmädchen rum auf das Zimmer und setzt sie ruhig. Keinen Ton mehr. Wenn der heute Mittag beim Essen dabei ist, dann fängst du noch mal an. Das Krippchen so aus, das setzt sie, jetzt, du bist dran, jetzt. Mama, Mama, wollte ich das lange gesagt haben. Immer wenn du in der Metro jetzt einkaufe, geht der Papa mit dem Dienstmädchen rum auf das Zimmer und dann machen die zwei jetzt selber wie du mit dem Briefträger, wenn der Papa angeln geht. Ich habe, das ist es um meine Art, für jeden etwas hergebracht, um euch ein wenig Freude zu machen. Mein schönster Lohn ist euer Lachen. Meine Damen und Herren, seit 1960 steht dieser Mann in der Bütt oder auf dem närrischen Podium. Das sind 40 Jahre Erfahrung. Er hat hunderttausenden Menschen mit seinen Ideen und mit seinen Persiflagen diese Freude gebracht, wie er sie ihnen heute gebracht hat. Lieber Norbert, hier, den ersten Orden. Hab Freude dran. Geh damit durch die Säle und wenn du dich vorstellst, um wieder auftreten zu können, sagst du, ich bin 10% teurer geworden. Ich habe eine Nostalgie gesehen. Wir bedanken uns bei Norbert Arz mit einem dreifach kräftigen Kölle. Kölle! Kölle! Nostalgie ist das, woran man sich, wie ich eben schon sagte, immer gerne erinnert. Ein Mann, der dieses bis zum heutigen Tage verkörpert, mit all seinen herrlichen Liedern und mit seiner wunderbaren Musik, ist und bleibt Günther Eilemann. Und den empfangen wir jetzt. Klatsch nach! Das erste Lied hat 2 kleine Geschichten. Es heißt, es bleibt alles beim Alten.
Die erste Geschichte ist, wie sie erfunden wurde. Und zwar, wenn Sie sich erinnern, vor ungefähr 40 Jahren wurde der junge Konrad Adenauer noch einmal wieder gewählt. Ich glaube, da war er schon über 80. Und die Zeile lag auf der Straße, es bleibt alles beim Alten. Also haben wir die genommen, ein bisschen umfunktioniert und es wurde eine ganz nette Nummer. Der erste Teil der Geschichte, der zweite kommt gleich. Alle meine Kollegen, die Großen, Jupp Schmitz, Ostermann, Berbühr, Schlösser, kamen jahrelang immer mit einem Pianisten auf die Bühne. Können Sie sich erinnern? Es joff ja nichts anderes. Keine E-Werke, alles live. Und so habe ich mir gedacht, bei diesem kleinen Liedchen, lass aber eine Pianistin kommen, Silvia, eine Konzertpianistin, die Tochter von unserem Kapellmeister. Gib mir mal S-Dur, hast du das da? S-Dur? Ach, schön. Es braucht der Mensch zum Glücklichsein auf dieser bunten Welt. Ein bisschen Liebe, goldenen Wein und nicht zuletzt auch Geld. Wenn nur im Traum dein Herz noch glüht, weil du nur schon Kost isst, was nützt sich der Welt, wenn der Himmel verfällt, wenn du der Meinung bist? Es bleibt alles beim Alten, das ist gar nicht neu. Jeden Herbst fallen die Blätter und die Mädchen im Mai sind treu. Es bleibt alles beim Alten, das ist gar nicht neu. Jeden Herbst fallen die Blätter und die Mädchen im Mai. Und gleich nochmal, es bleibt alles beim Alten, das ist gar nicht neu. Jeden Herbst fallen die Blätter und die Mädchen im Mai sind frei. Es bleibt alles beim Alten, das ist gar nicht neu. Jeden Herbst fallen die Blätter und die Mädchen im Mai sind treu. Wir singen die zweite und vorletzte, die allerletzte Strophe. Es bleibt alles beim Alten. Die Hennen einer Hühnerfarm, die schluchzten voller Pein. Der Hahn im Topf, Verrat, Alarm, wer beißt uns jetzt ins Bein? Die Kleinigkeit bewirkt nun oft ein Großbrutapparat. Frohlocken, ihr Schwestern, ruft plötzlich ein Huhn. Hurra, ein Gockel naht. Es bleibt alles bei Alten, das ist gar nicht neu. Aber jetzt, in den Herbst fallen die Blätter und die Mädchen im Mai sind frei. Es bleibt alles bei Alten, das ist gar nicht neu. Jeden Herbst fallen die Blätter und die Mädchen immer. Und nochmal zum Schluss. Es bleibt alles bei Alten, das ist gar nicht neu. Jeden Herbst fallen die Blätter und die Mädchen immer. Es bleibt alles bei Alten, das ist gar nicht neu. Seid ihr müde? Nein. Wollt ihr singen? Ja. Aber jetzt. Ja, die
Klamotten, die Klamotten von den alten Hottentotten, die sind heute wieder in. Doch stecken jetzt in die Klamotten von den alten Hottentotten schöne junge Motten drin. Ja, die Klamotten, die Klamotten von den alten Hottentotten, die sind heute wieder in. Doch stecken jetzt in die Klamotten von den alten Hottentotten schöne junge Motten drin. Die Schnecken an den Unterstrauß, da wohnt der Papadopoulos. In Griechisch Kölsch er mir verzählt, wie Joden ihm bei uns gefällt. Dat Bütsche hing er an der Eck, gehört dem Türken Mohammed. Et Carmen ist im Supermarkt und stiftet Buttermilch und Quark. Sissi, ole, ala, ist keiner schlecht, sie sind sie brav. Sissi, ole, ala, ist keiner schlecht, sie sind sie brav. Sissi, ole, ala, ist keiner schlecht, sie sind sie brav. Sissi, ole, ala, ist keiner schlecht, sie sind sie brav. Der mit dem Ziegenbock im Hochhaus auf dem 12. Stock und da oben in der Höhe mit der Ziegenbock, Mäme. Jetzt wohnt er mit dem Ziegenbock im Hochhaus auf dem 12. Stock und da oben in der Höhe mit der Ziegenbock, Mäme. Die schönste Kamelle, die komme aus Kölle, Kölsch Wasser, Kölsch Bier, Kölsche Tön. Walter Scheel spielt immer noch Golf mit dem Ammerungswolf und bei uns ist ein Müller noch schön. Müllers Ab und der Zoo, Adenauer sowieso, Milewitsch, Heinrich Böll und der Frings. Die Philharmonie und Kaserne und Rudellaterne und jedes Jahr ne neue Prinz. Da gibt es doch nur bei uns in Kölle, mir Daniel erzähle, Kamelle aus Kölle, da gibt es doch nur bei uns in Kölle, mir Daniel erzähle, Kamelle aus Kölle. Ohne mal von den Stühlen, da geht es doch nur bei uns in Fälle. Mir tun jetzt Verzelle, Kamelle aus Kölle. Da geht es doch nur bei uns in Fälle. Mir tun jetzt Verzelle.
bedanken uns aber bei Günther Eilemann für diesen herrlichen Liedvortrag, wünschen ihm, dass er uns noch oft in der Zukunft, auch wenn er jetzt älter wird, aber singen kann er noch, besuchen wird und rufen ihm zu, Günther Eilemann, dreimal Köln! 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 Auf Wiedersehen! Alles klar? Wir schlagen jetzt mal eine etwas ruhigere Tonart ein. Tun Sie sich zurücklehnen und hören Sie sich mal genussvoll den Vortrag einer Märchentante an. Klatschmarsch. Klatschmarsch. Ja, ich meine, es ist schon reichlich spät. Ist Zeit, dass ihr in Bettchen geht. Doch erst erzählt euch Tante Klärchen mal schnell die neuesten alten Märchen. Es lebte einst im dunklen Tann ein wilder, böser Räubersmann, der pflegte da im Dustern zu lauern und zu lustern. Kam einer um die Ecke, da macht er ihn zur Schnecke, von Hut bis auf die Socken hat er ihn ausgetrocknet. So ging es einst dem Wandersmann, heut hört sich das ganz anders an. Heut wohnt der große Räuberboss in einem großen Räuberschloss und dieses nennt sich legitim Finanzamt von St. Augustin. Da schickt er seine Bande zum Räubern durch die Lande. Die machen viele Beute und wenn sie nicht gestorben sind, dann räubern die auch heute. Vor 100 Jahren und noch mehr, da hat der Arbeitsmann es schwer. Da hatte einst ein Tagelöhner 6 Töchterlein und 7 Söhne. Der ackerte die ganze Woche für 7 Mark im Baggerloch. Der arbeitete bis in der Nacht, manchmal 30 Stunden am Tag. Wie, das geht nicht. Alles Überstunde, ja. Daheim saß hungrig die Bagage, kein Hemd am Ballisch, kein Butz am Lief. Am Aschermittwoch ausnahmsweise, ja, wo der Kümmsche Jötter speis und so in der Singen oder Kirsch, zu Fuß jet durch das Fürgebirsch. So ging es einst dem Arbeitsmann. Heut hört sich das ganz anders an. Heut fährt er heim mit seiner Helja am Wochenende noch Kalelja. Er holt sich da in aller Ruhe bei Sangria und Barbecue. Und montags holt der braun gebrannt sich Stempelgeld am Arbeitsamt. Am Dienstag jede demonstriere und schenk, ob die die Rat regiere und mit ihm schimpft die Helja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie in Kalelja. Es lebte einst im tiefen Wald
so hat der Oma erzählt. Da wohnte in den sieben Bergen Schneewittchen bei den sieben Zwergen. Ganz lieb, ein liebes Kind, ganz brav und fein, ging niemals aus, ließ keinen rein und hat, so hätte dann gesagt, 6 Jahre lang ob der Prinz gewartet. Ja, als Kind, das heißt, als kleiner Muck, habe ich das Märchen ja geschluckt. Doch dann im vorgerückten Alter, da dar ich bei mir mein J. Walter. Mit 7 Kerls in einer Boot und keiner, der dem Kind was tut. Ich bin der Sache mal nachgegangen, hab mich am Telefon gehangen, hab mich im städtischen Archiv in alte Zeitungen vertieft und heute weiß ich klipp und klar, wie damals, wie das wirklich war. Die Stars von den Gebrüder Grimm, die waren schlimmer als Klimbim. Das viel gepriesene Schneewittchen, das waren Bienen, das war ein Flittchen. Das hat zu Stunde im Express am Drachenfels ein Liebesnest. Und statt Tapete hat die Tante nur Spieglein, Spieglein an der Wand. Und nebenan, ganz exquisit, das jedet bei der Würde nicht, da schnarch in rosa Hemd und Höschen. Du ahnst es nicht, es war Dornröschen. Schlief 100 Jahre ohne Paus, da sah sie aber auch nach aus. Ja. Das ist doch einfach nicht zu fassen, 2 rechts, 2 links, 1 fallen lassen. Jung, die Mädchen hatten eine Lenz, nur Umgang mit der Prominenz. Der alte Graf von Rüdesheim, der ging da täglich ein und aus und ein. Da kam der Ritter von Burgund, die 7 Schwaben und. Es war ein ganzer Rattenschwanz, vom Däumling bis zum Eisenhans. So ja, der König Drosselbart, der hatte da einen Monatsgart. Und eines Tages, es war schon spät, da kam der Liste an der Ed, da kam ein Prinz mit viel Gefolge von einer nächtlichen Patrouille. Das heißt, wie später ich erfuhr, die waren auf einer Kegeltour. Der Prinz eilt zu Dornröschens Kammer. Pass auf, jetzt geht der dicke Hammer. Er sprach, mein Kind, hör auf zu träumen, hier steht der Prinz von Kranenbäumen. Das arme Mädchen kriegt einen Schreck. Wo bin ich hier? Was will der Jeck? Wenn du ein Prinz bist, sei kein Frosch. Gib 50 Mark und halte Josch. Ansonsten einfach mach dich dünn, sonst holle nicht der Dummste dünn. Und oben hoch in der Mansarde vergnügte sich der Prinzenjarde. Zum halben Preis im Angebot mit Schneeweißchen und mit Rosenrot.
Und unten tief im Souterrain saß der Chauffeur, der Schmitzescheng. Bei Apfelkorn und roter Funzel mit Aschenputtel und Rapunzel. So lebt der Mann in diesem Heim den ganzen Tag, Tag aus, Tag ein. Und eines Tages, stellt euch vor, da klopft es draußen an das Tor. Macht auf, ihr Kinder, lasst mich rein. Wer mag das wohl gewesen sein? Nun macht schon auf, macht kein Theater. Ich bin es, der Avon-Berater. Ich mach euch wieder jung und schick. Oh je, das war ein böser Trick. Sie öffneten und wer sprang rein? Es war das tapfere Schneiderlein. Aus seinem bunten Schneiderfrack holt es den Knüppel aus dem Sack und verkammerte dann sogleich 7 Stück auf einen Streich. So war die gute alte Zeit. Jetzt, Kinder, wisst ihr auch Bescheid, warum Frau Holle, die Bewusste, so viele Bettchen machen musste? Das alte Schloss ist längst zersplittert, es wird nicht mehr geraubt, gerittert, doch nach wie vor gibt's hier am Rhein noch viele schöne Mägdelein und viele nette Leute. Und wenn die nicht gestorben sind, dann klatschen die auch heute. Meine lieben Freunde, Närrinnen und Narren, unser Freund Armbrüster ist auch nicht mehr der Jüngste. Insofern, das sehen Sie schon an seiner Kleidung, aber dieser Mann steht schon Jahrzehnte auf der Bühne der Närrischen und sowohl auch in der Bütt und er verkörpert die Märchenstand, ich glaube, es war eines der ersten Typen gewesen. Und er ist einer der wenigen Vertreter noch, die ihre Worte und Reim oder ihre Rede in eine Reimrede fassen können. Einfach schwade, kann nicht jeder, aber könne viel. Aber er verpackt das in wunderbare Reime. Und weil er eben einer einzigster oder noch einer der wenigen ist, haben wir gesagt, wir sollten ihn Ihnen heute auf dieser Nostalgiesetzung präsentieren. Wir bedanken uns bei ihm mit einem dreifach kräftigen Kölle! 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 Jetzt kommt ein gewisser Hochgenuss. Versetzen Sie sich einmal Jahre später, beziehungsweise früher, Sie wissen, was ich meine. Sie sitzen geschniegelt und gebiegelt und voller Erwartung. Ich habe es miterlebt in der Prinzenproklamation. Die Veranstaltung aller Veranstaltungen, so sagt man. Nun, es soll ja auch so sein. Jedes Fest hat sein Fest. Und zwar der Fastelovend hätte Prinzenproklamation. Die ist ja erst seit 1936 gibt, in dieser Form, wie wir sie heute kennen. Vorher gab es ja so etwas nicht. Aber das ist ein andermal. Und nun sitzt alles im Nerz, im Smoking. Da kommt ein Mann herein und hatte Lederhose an. Mit Stulpen, Unge.
Und der Mann ist ja nicht mehr so jung, auch nicht mehr. Und fängt dann an mit zitternder Hand und spielt etwas aus der deutschen Ferienheimat. Und den müssen Sie sich jetzt einmal anhören. Ich sage Ihnen dann später noch, um was es bei dem Mann geht. Aber wenn er jetzt die Bühne betritt, ich glaube, dann wissen Sie alle, um wen es sich handelt. Um den Hirtenknabe von St. Kathrein. Den Knabe von St. Kathrein, der hütet Schafe Tag aus, Tag ein. Er muss sie bewachen, was soll er sonst machen? Der Hirtenknabe von St. Kathrein. Und alle! Zählt er die Schafe Tag aus, Tag ein. Da merkt er beim Zählen, es tut ihm eins fehlen, dem Hirtenknaben von St. Kathrein. Mit seinem Kummer zum Mütterlein. Er sprach, liebes Mütterlein, wo mag bloß das Schäfchen sein? Vom Hirtenknaben von St. Kathrein. Sprach die Mutter von St. Kathrein, du dummer Bengel, was fällt dir ein? Wie kann dir eins fehlen? Du kannst doch nicht zählen, du Hirtenknabe von St. Kathrein. Der Knabe von St. Kathrein in seine Kammer und schloss sich ein. Das hat ihn getroffen, er hat sich besoffen, der Hirtenknabe von St. Kathrein. Und noch uns alle! So war das damals 1964 bei der Bonzenproklamation. 5 Katastrophen lang der Hirtenknabe von St. Kathrein. Und dann wurde auch noch jetzt von einem Alle Waldläufer gesungen und vom Risotto Otto. Und es wurde immer Unruhe im Saal, es wurde geflöht. Und auch der WDR, der dann die Geduld verliere, der den Ton aufdrehe und der den Kommentar inblende, ungefähr so. Meine Damen und Herren, wir sehen gerade sicher nicht die stärkste Nummer, aber bleiben Sie dran, gleich wird es bestimmt besser, denn dann kommt Trude Herr. Auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn, der zufällig Veranstalter einer gewissen Nostalgiesitzung ist,
hier noch bewiesen, dass die Rieläscherei mit dem Schnäuzer nicht ganz ausgestorben ist. Hier meine kleine Beitrag dazu, der Fütsches Föhler Tanjo. Irgendwo in Kölschewitschaft im Milieu und da ist jede Samstag Orven schwer Juppé. Et komme Staatsjahrwarte gerade aus dem Fede und sich einen Döi an und mache schwer ob Edel. Wer kennt in der Jacket hat, der wird sich liene und man schmiert sich in der Haare Brillantine. Et wie Zeck, ihr soffe Kaviar verrückt. Zu später Stund gehört dann der allergrößte Gag. Denn dann tanzen sie der Fütsches Föhler Tanjo, et leihen der Eck aus Stina und der Schwitze Anjo. Und et Stina köpfe freut Jans Eise Backe, geht ihm da Anjo Jans Föschern Büscher Bracke. Und so tanzen sie der Fütsches Föhler Tanjo, mit leihende Eckers Stina und der Spitze an. Da hat jo bildet Stina fast in singem Arm. Und hat grad Spaß, denn et hätte röggelt schon wärm. Qualmanns Jupp, der sitzt an der Drahtkommod. Für ne Kaschemme Mozart spielt der wirklich Jod. Jedes Mädchen finkt singe Kavalieres. Egal auf Leischmädchen oder auf jetzt Schweres. Der Tanjo ist das Schönste für ne Fütsches Föhler. Und die Luft in dem Lokal wird immer schawöler. Am Mitternacht hält auf der Straße ne Daimler Benz. Und in der Tür steht dem Stina singe Stenz. Und dann tanzen sie der Fütsches Föhler Tanjo. Et leihen der Eckers Stina und der Spitze Anjo. Und et Stina kröpfe freut ja zese Backe, geht ihm da Anjo, jetzt hörsch an döscher Bracke. Und so tanzen sie der Fütsches Föhler Tanjo. Et leihen der Eckers Stina und der Spitze Anjo. Da Anjo hält et Stina fast in singem Arm. Und hat grad Spaß, denn et hätte Röggel schon wärm. Oh. Meine Freunde, vor Ihnen steht wiederum ein Profi. Walter Oepen ist Puppenspieler am Hänschentheater und vertritt doch die nicht unbekannte Puppe des Schutzmann Schnäuzer-Kowski. Einen Mann wie Jupp Schmitz zu kopieren, das ist nicht einfach. Aber ich kann mich noch erinnern, zur nächtlichen Stunde, Jupp Schmitz hatte auch mal einen im Tee, ging an Klavier und det spiele, ob singem Dattelbaum, am krummen Büschel steht in allem Brummenbaum, prima Brümmscher, prima Brummen hängen dran. Wer von ihm plückt, der hätte einen wunderbaren Traum von dem prima, prima Brummenbaum. So ist verbietet mir der Anstand. Weiter fortzufahren. Damit will ich Ihnen nur Jupp Schmitz zeigen, was dieser Mann alles für originelle Einfälle gehabt hat. Und deshalb sind wir der Meinung, ihm anlässlich seines 100. Geburtstages heute ihm auch neben Willi Ostermann, seinem großen Kollegen, diese Sitzung zu schenken. Und schließlich letzten Endes vertreten durch Walter Oepen, Hester großartige Maat. Wir bedanken uns bei ihm mit einem dreifach kräftigen Kölle! Kölle! Kölle!
Jetzt kommt wieder ein nostalgischer Höhepunkt. Können Sie sich entsinnen, in der Form, da kam ein Mann und hat ein Tröd am Buch. Der Mann hat nie eine Note getrötet. Der hat aber den Saal an die Erde gerissen. Nun ist Folgendes. Nun ist ihm die Tröte schwer geworden. Dafür haben wir ihm erlaubt, heute als Radfahrer zu kommen. Empfangen Sie ebenfalls einen Altmeister, Karl-Heinz Jansen. Die Stadt hier schreibt uns an. Wer hätt von euch ein Fahrrad? Ich warne euch, setzt euch über so ein Ding nie mehr drauf. Ich bin mit der Doktor gegangen. Der mir in der Ohren gehört, hätte gesagt, passen Sie mal auf. Ihr Füße werden immer dicker und ihr Gehirn haben wir noch gar nicht gefunden. Stört das Sie nicht beim Denken? Das war mir ja nicht aufgefallen. Seit wenn Sie das weghaben wollen, müssen Sie sich mehr bewegen. Ah, ich wollte Zigarette selbst hier dreht. Ja, aber dem nicht genug. Nee, so geht das nicht. Fahren Sie mit Ihrer Familie viel mit dem Rad. Jetzt hätte meine Familie nicht gekannt, die auf dem Rad umzubringen. Also, meine Frau geht hingen auf der Gepäckständer. Sitzt die Jod, sind sie den ganzen Tag mit. Es ist ein Glück. Es ist ein Glück, meine Frau ist nicht so schwer. Meine Frau ist eine Plattdeutsche. Kennt ihr eine Plattdeutsche? Eine Plattdeutsche ist eine Hochdeutsche, wo sie den Luverus gelassen haben. Das Schellrippchen ist so schmal. Wenn die Himbeersaft trinkt, sieht die aus wie ein Fieberthermometer. Ja. Meine Damen, wo Sie einen Balkon haben, da hätte die Nischen. Oh. Hat kein Holz vor der Hütte. Man hätte alles mit Heizöl. Ja, ich habe für Sie gesagt, ich sage, wenn du jetzt mit so einem modernen Gefährt wie meinem Fahrrad fährst, da schau es bei der Friseur, sie ist aus wie eine Aalfrau. Oh, kommen Sie wieder. Hat sie eine Mäcki? Jetzt sieht sie aus wie ein Alemann. Ja. Ja, der Schwal will man wissen, warum. Ja, nee, das hatte ich auch. Nee, das ist schlecht, ja. Nein, also, und vorne auf der Lenkstange sitzt dann meine Schwiegermutter. Ja, die muss mit. Die muss den Schutzmänner bang machen. Ja. Ja! Und dazwischen auf der Stange sitzt denn noch mein Sohn. Das heißt, mein ist übertriffen. Hätte sie mal mitgebracht. Ja, stammt aus einer früheren Versuchsreihe. Ja! Ich will mal wissen, was wäre ein Geschenk des Himmels. Ich will nichts mehr geschenkt haben, du. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, mit dem ganzen Schellenbaum mache ich sonntags Ausflüge. Ja,
Ich komme zuletzt an einem schönen sonnigen Sonntagmorgen, komme ich den Heiligenhauser Berge runter. Und ich schwor, so gut gesehen. Ich hatte einen Zahndruck, da sehe ich vorne auf der Straße einen grünen Pulk. Hatte ich zuerst gedacht, das wäre ein Stand mit Christbäum. War eine Polizeikontrolle. Oh. Ich strecke langsam die Backebremse. Werfe vom Gepäckständer Ballast ab. Lasse mich Schwiegermutter bellen. Na, die bellt nicht auf. Hätte Zeng verloren dabei. Aber ist egal, ja. Komme noch gut über den ersten Schutzmann rüber. Und da verfängt sich doch der zweite Schutzmann in meinem Vorderrad. Der Mann hat mir leid getan. Der fehlende Sod und verliert das Gebiss. Oh, jetzt stund der ob. Der, wo Jod hier sind, hat mich angebrüllt. Du weißt, hat er schon so einen Schutzmann ohne Zengbrülle geholt? Ja. Ich hab was gesagt, haben mich nicht gesehen. Das haben Sie doch genau getroffen. Go on. Sie haben Sie nicht gesehen, wie ich so gekommen bin. Das kann eine alte Angewohnheit von früher sein, oder? Ja. Hat mich angezeigt. Wegen Umweltverschmutzung. Bin ich für Gerät gekommen? Hast du mir eine Reservat genommen? Oh, seht ihr, hört mal, aus dem Ding und kommen Sie nicht raus. Einzigste, was Sie noch machen können bei Gericht, stellen Sie sich blöd. Und das kann ich gut, ja. Seht, wenn der Richter Sie was fragt, sagen Sie einfach immer nur, warum. Und da habe ich nichts mehr zu tun. Ich komme in der Gerichtssalerin, sitzt der Richter hinter der Theke. Da links, wo sonst die Musik sitzt. Da saß ich in der Oberkern. Wie der mich kommen soll, sagt er, wie heißen Sie? Sag, warum? Na, wann sind Sie geboren? Ich sag, da habe ich nichts mit zu tun. Sie sind hier angezeigt. Ich sage, warum? Weil Sie einen Schutzmann über aufgefahren haben. Ich sage, da habe ich nichts mehr zu tun. Dem lief der Schweiß als Glanz danach. Mut um all ob schon kam das Urteil. Entweder 6 Wochen oder 200 Mark. Ich sage, tun Sie mal das Geld. Ja. Ich komme an dem Gericht, da wo steht der Mingereller war. Na, seht, wie habe ich das gemacht? Ich sage, warum?
Das hätte wegen meinem Honorar und wegen, ich sage, da hatte ich nichts mehr zu tun. Ja. Ja. Ja, nee, ich lasse jetzt meinen Stammbaum daheim. Ich mache jetzt nur noch Radrennen. Ja, meine Freunde und ich, wir sind eine Mannschaft. Zuletzt hatten wir rund um Köln, haben uns beim Jode Kappes auf der Nüßer Straße, haben wir uns fit gemacht. Jeder 20 Bier und 2 Flaschen Wacholder. Also am Start, wir waren keine Favoriten, aber wir waren die Lustigsten. Ja. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den Startschuss überholt haben. Schnur links und rechts, okay, Mensch mit da. Sag für mich ein Kumpel, ich sage, wenn wir jetzt nicht losfahren, wird es düster. Und da haben wir uns auf die Sattel gesetzt und auf die Pedale getroffen, da sind wir die Nüßer Straße hochgefahren. Wir hatten eine Zahndrobe, da guck mal an den Verteiler doch. Mein Freund war für mir, der war halt abgestiegen. Der war so voll, der hielt sich am Fahrrad fest. Wie der mich kommen, so sagte, halt, Kamerad, steig ab. Hier über den Fluss. Hier können wir nicht durchfahren, hier müssen wir rüber schwimmen. Ich konnte nicht mehr fassen. Da springt da drin, viel mit sich im Fahrrad auf den nassen Asphalt. Wieder zu sich kommt, lohnt er mich an, sagte, verdammt noch mal, mitten im Sommer zugefroren. Hey. Ach, nee. Güte Mannschaftsart, Leute, bin der Ohren, seid ihr für mich, ihr Kollege, hat aber Glück gehabt. Ihr Hirnerschütterung hat er nicht. Da konnte ich nicht direkt sagen, wo nichts ist, kann man auch nichts erschüttern, du. Ja. Da sind wir wieder gefahren, wie wir auf der Pratung. Wir wollten ja das Ziel kommen, nicht mehr kommen durch Schlangerich. Wollte mal wieder aufstehen. War dann brennen. Noch Schlöhe über die Straße. Schon die Feuerwehr beobachtet, die war toll. Also die haben mit 7 Schlöchen in den Kostall gegitscht. Hatten Erfolg. Es ging auch verbrannt. Sie sind alle versoffen, du. Ja! Jetzt war es sich, dass wir an ein Ziel kommen. Und ich hatte eine Zahndrob, da könnte so ein schöner Linkskurf. Ich mache die Ohren zu, ich denke, jetzt geht es in ein Ziel und da knallt es. Aha, denke ich, jetzt hast du die Schallmauer durchbrochen. Falsch. War die Linie 12, du. Ha. Die Straßenbahn könnte ins Schleudern. Jetzt hatte ich zuerst gedacht, ich lösche unter der Bahn. Plötzlich merke ich, dass die ob mir drauf lacht. Und der Schaffler, der war am Griechen, sagte, sie haben mir schöne 12 kaputt gemacht. So recht ich nicht ob, hast du uns Pilot wie mein Fahrrad aus Süd. Doch wow, das ist eine Schrotthofe. Und das kann ich euch sagen. Über so ein Ding setze ich mich nie mehr drauf. Das war. Ah, tschüss zusammen. Wir sollten auch ihn. Einfach das Schönste, was wir am heutigen Abend zu übergeben haben. 6-mal Kölner Lauf, unsere.
Bravo! Kalle! 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 Vielen Dank für diesen Vortrag. Der ist der Nase. Ja, wir sehen. So, meine lieben Freunde, es kommt ein Mann zu Ihnen, mit dem ich voriges Jahr einen schönen Sketch machen konnte. Ich will es nicht weiter erwähnen, aber er ist ein Mann auch voller Herzlichkeit. Jahrzehnte bei einem der schönsten Fastelovendsgesellschaften, der Lieskircher Junge. Er kommt zu Ihnen. Empfangen Sie Robert Wirz. Ob ein Kind auf enge Lade, das kann nicht schade, der Jungboy. Denn von Hetze kann man sich vermachen, es geht zu lachen und viel zu sinn. So fest ist Leben im richtigen Fehle, die ganze Nacht für jeden Tralalalalalala. So fest ist Leben im richtigen Fehle. Nach für jede Tralalalalala. Einer war der andere durch am Bläue, man hört nur schreien, das Kind ist fort. Hülp der Mutter rief, wo ist mi Klümpchen, wo ist mi Stümpchen, du lieber Jott. Verloren Tretchen im Nachtskomödchen und war am Tral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 a. Verloren Tretchen im Nachtskomödchen und war am Tral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 a. Kind auf Ehre soll man nicht versäumen, in Tannenbäume, es ist so nett. Hanse sich des Ordens oft am Kragen, dumm sich zerschlage, da in de Bett. In diesem Falle sind nachher alle so ein bisschen tral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 a. In diesem Falle sind nachher alle so ein bisschen tralalalalalalalala. In diesem Falle sind nachher alle so ein bisschen tralalalalalalalala. In diesem Falle sind nachher alle so ein bisschen tralalalalalalalala. Dankeschön. ...1948 hatten wir die Währungsreform. 1949/50 für diese Session schrieb Jupp Schmitz das Lied »Wer soll das bezahlen?« Die D-Mark ist fort, jetzt ist der Euro da. Wer soll das bezahlen? Sonntags, da sitzt in der Wirtschaft im Eck immer ein feuchter Verein. Bis gegen 12 checkt der Wirt tüchtig ein, dann wird das Taschengeld spärlich. Vorigen Sonntag nun brachte der Wirt Runde um Runde herein. Bis gegen 2 Uhr der ganze Verein fragte, Herr Wirt, sag uns ehrlich, wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Winke, Winke? Wer hat so viel Geld? Ja,
sagt doch selbst. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Trinken, Trinken? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Da saß ich solide und brav mit meiner Gattin zu Haus. Plötzlich, da zog meine Gattin sich aus, wollt mich mit neuem ergötzen. Was denn, so dacht ich, das kennst du doch längst. Doch was dann kam, das war neu. Wäsche und Strümpfe und Schuhe da rein, da rief ich voller Entsetzen. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Dinge, Dinge? Wer hat so viel Geld? Ja, sag doch selbst. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Langsam, 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 mein Gott. Lieber Robert, wir bedanken uns bei dir für diesen jugendlichen Vortrag. Donnerwetter, hast du aber fein gemacht, Hück, wa? Hast du aber fein gemacht, Hück. Den Orden für dich. Wir rufen unserem Robert zu. Möge er noch manches Lied zu Gehör bringen von unseren großen Meistern, die dort oben im Rahmen hängen, und rufen ihm zu, dreimal Kölle! 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 Und nun, auf von den Sitzen, empfangen Sie das einmalige Dreigestirn von Ermelskirchen, begleitet beim Musikzug der Fringsfädler Dschungelbrüder. Ich auch
Das Ermelskirchener Dreigestirn. Ja. Mit unserem neuen Motto 2002. Driestrop oder drin, sonst hätte das Level keine Sinn. So manche Bursau hat im Kopf auch echt einen Hau. Ja. Sag, ihr zwei, hört doch mit dem PVC ob und fang an. Was ist? Du sollst mit dem PVC ob ja nun anfangen. Was ist denn PVC? Pissverzell. So. Man will unser Schmölzchens fürstellen, der lange Weg von Ermelskirchen hier in den großen Sarotti-Saal. Ja. Zu meiner Linken, der staatse und kräftige Bur, sing vollgesoffene Einfallslosigkeit, Klaus Hubert Drickes von Jalkhausen, hochwohlgeboren! Was hast du gerade gesagt? Der ist adelig, der ist hochwohlgeboren. Jawohl. Er jeft doch nicht das an. Den hat er beim Bettemachen gefunden, oder ob ja. Oh, du schönen Hubert, jetzt fängst du so an. Jetzt fang nicht an zu bellen, nur weil der ein Homepage hat, geht der an. Ah ja, ich hatte ein Homepage jetzt. Der hat ein Homepage. Ja. Ha, ja, und wie heißt die Homepage dann? Die Homepage? Haha. www.jeplatzplümo.de. Ja, und damit komme Moment, ich. Moment. Moment mal. Ja, jetzt muss ich der Du hast Bescheid. Aber abgenommen, das sehe ich. Ah ja, 20 Gramm ob eine Schlag. 20 Gramm? Ja. Wie geht das dann? Ich habe die Fingernägel sauber gemacht. Bah. Aber das heißt, muss dem dazwischen treten. Jetzt muss ich dem Buren in der Uscheppe hin. Was ist das? Sag mal so, wenn du mich beleidigen willst mit meiner Homepage, ne? Wat. Da musst du früher abstehen, ne? Lass wie der aussieht, lass wie der aussieht. Ja, ist jetzt schmal. Schwarz, ne? Ja, schwarz. Hör ab, du siehst ja aus, als wenn eine Hungersnot ausgebrochen wäre hier in Deutschland. Und wenn ich dich sinn, dann kann man meinen, du wirst Schulter dran, wa? Hey! Hier zu hin. Meiner Rechten unser ja. Leckerchen von Ermelskirchen. Unsere süße, kleine, zierliche. Ihre Unpässlichkeit, Clara Hubertine Judula von Dotzhausen. Die einzige Jungfrau mit einem ingebauten Airbag. Quasi unsere hauseigene Verona Feldbusch. Hui. Ja, und dann haben wir dies Jahr einen Standartenträger. Ja. Der war bis vor wenigen Monaten noch Messdiener im Darum. Ja. Das ist der Appelgons Andres. Ah. Benimm dich jetzt. Er hat eine ganz große karnevalistische Karriere bereits hinter sich. Ah, ja. Er war 3 Jahre Kinderprinz in der Südeifel. Oh. Und 2 Monate Frontsänger bei den Teletubbies. Winky, winky. Ja, und nicht zu vergessen, nach 11 Jahren zum letzten Mal. Gott sei Dank. Unser langjähriger Prinzenführer, der Klammerbügels Franz, die Langlatz. Wir hatten ja eine tolle Proklamation dieses Jahr in Ermelskirchen. Ja. Oh, was für Proklamation. Da war eine Stimmung. Ja, wir hatten eine Proklamation. Ein super Publikum.
Das war lange nicht so viel gesagt, wie so. Nee, das stimmt, das stimmt, stimmt. Das war unglaublich, so ja nichts passiert. Ja. Kein Unfall. Nee. Keiner hat jetzt gebrochen. Nee. Und gebrochen hat der Opa jetzt. Was? Wie? Ja, der Opa hat jetzt gebrochen. Wie, der Opa hat jetzt gebrochen? Was dann? Ein Kümpchen Äpfelschlot mit jetzt Schrönes drauf. Ja, jetzt hört doch der Blödsinn. Darf ich mal unseren langjährigen und leider dies ja zum letzten Mal Prinzenführer, die Langlatz, hast du das präsent dabei, Jungs? Ich hab das dabei. Wir können mich immer anrufen. Wir können mich immer anrufen. Ja. Darf ich um unseren Hausorden aus Ermelskirche bitten? Ja. Der diesjährige Jubiläumsorden, der goldene Petzgöttl am Band. Ja. Der Hammer selbst hier driss und platt geklopft. Nun die Mütze ab! Lieber Werner! Ich darf dich hiermit mit der höchsten Auszeichnung aus Ermelskirchen ehren, denn ich muss dir leider sagen, der wahre Fasterlaufend, der jedet nur bei uns, in Ermelskirche. Bei uns, da feiern sie all zusammen, jung und alt. Jawohl. Ja, und Remmele und Bellremmele. Und in der Knauche uns Knirsche, mir viere Wigger in Ermelskirche. Und deswegen verabschieden wir uns mit unserem Motto: Dries, drop oder drin, sonst hätte das Leben keinen Sinn. Tschüss zusammen! Diesen Blödsinn hatten sich diese drei, die hier vorne stehen, schon vor 20 Jahren und mehr ausgedacht und sind denn damit in die Öffentlichkeit getreten. Prompt kam von oberster Kommandostelle, dem Festkomitee, die Bitte, das doch wenigstens sein zu lassen, eine solche Verunglimpfung würde den Leuten nicht gut tun, die ehrliche 100.000 Mark für so eine Prinzenrolle ausgeben. Die ehemaligen drei Colonias an der Spitze, Dieter Steuter, der Oberhanake hier, seine Tollität, und dann kommt als Bauer Walter Haarhaus. Und dann das Einmaligste, was es diesem Trifolium gibt, die ewig schwangere Jungfrau. Oliver Hoff. Der Standartenträger Frank-Mar Morava, der ist dauernd am Zusammenfallen, der arme Kerl. Warum läuft das? Jetzt steht er doch sicher. Bitte. Er hat wieder zu viel gesoffen, wahrscheinlich und Apfelkorn. Das Verrückte. Und dann zur Rechten Willy Wilden als Prinzenführer. Mit einem dreifach kräftigen Kölle! 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 Abmarsch! Rocke! Rocke! Und nun, meine lieben Freunde, sehen wir hier oben auf dem Podium das, was auf einer karnevalistischen Veranstaltung nicht fehlen darf. Ein Zwiegespräch mit Dünnes und Scheel. Oh. Klatsch mal. Applaus
Ich han gelesen, du bist dies Jahr 30 Jahre verheiratet, ja? Oh ja, denn. Schön. Und immer noch glücklich da. Wie meinen wir das dann, 30 Jahre und glücklich? Doch, das ist ganz einfach. Das ist einfach? Ja, passen so. Zweimal in der Woche schön Russian, ne? Zweimal. Und dann bekäze Schien, lecker essen und trinken. Herrlich. Und ab und zu Tänzerchen machen. Und anschließend den heißen nach im Hotel. Mann, klasse, sag. Oh ja, du. Und an wat für ne Tag, do oder dat? Meine Frau dienst das und ich frie das. Ja, dann ist ja kein Wunder, dann kann er ja länger halten. Das bringt jetzt doch, oh ja. Oh, sicher, aber ja. Sag uns, du warst doch für Gott und mit dem Kaugummi Störes ob der Hut sich, ne? Ach, sag, erinnere mich bloß nicht mehr daran, du. Ja, dann erzähl mir doch ein zwei Worte dann, du. Also ich kann dir nur das eine sagen. Ja. Wenn die Suppe so warm gewesen wäre wie der Wing und der Wing so alt wie die Jans und die Jans so fett wie die Braut und die Braut nicht so schäl wie du, wäre das ein klasse Hut sich gewesen. Was? Mensch, da ja. Hast du gefehlt, da war ja lasst. Da hast du gefehlt, schöner Fund bist du wieder. Ja, bin ich auch, ja. Bin ich auch. Aber du mir gerade davon sprechen, sag. Wovon? Kannst du dich eigentlich noch an den Hutzigs nacherinnern? Am liebsten nicht, ne? Nee. Wieso, hast du jetzt vermasselt? Ne, eigentlich nicht, ich war super. So? Nur in meiner Begeisterung habe ich vergessen, wo ich war und an 100 Mark über den Kopf gegessen gelassen. Liebe Dünser, da war für sich schon der Ofen aus, wa? Eben nicht. Nee? Meine Frau war noch im Halbschlaf und hat noch 50 Mark zurückgejubbt. Das ist schön, eh? Ich bin Piot, bin ich. Ach, hör doch ab. Also, die ganzen Inspirationen, die kommen doch nur von dem Alkohol. Wieso? Willst du es trinken? Nee, Dünn. Der Alkohol ist schuld, dass der bald die Arbeitsstelle verloren gegangen ist. Also, das glaube ich ja. Nicht. Ja. Nee. Und der Alkohol ist schuld, dass der bald die Frau fortgelaufen ist. Also, das weiß ich aber nicht. Ja. Und der Alkohol ist schuld, dass du die Schwiegermutter geschossen hast. Richtig. Ja. Und der Alkohol ist schuld, dass sie nicht getroffen haben. Ah, ja. Hier kann man nichts anfangen. Aber Unschild, du hast doch daheim noch so ein Aljur gestanden, ne? Ja. Fährst du hin und wieder noch ins Taxi damit? Ja, sicher das. So. Oh, ich habe für Gotem noch eine Stadtrundfahrt mit einem Ami gemacht. Ach, mit so einem McDonalds-Bubi, wa? Ja, ja, jetzt Jus. Pass auf, wir kommen am Dom, seht ihr, ho, wie lange gebaut? Ich sage 5 Monate. Gut. Ach, seht in Amerika 1 Monat. Der Angeber. Ja, sicher, dann. Jetzt kommen wir gerade am Rathaus vorbei, da vorstellt wieder. Ho, wie lange gebaut? Wie lange gebaut? Ich sag, du wirst nicht laufen, 4 Wochen. Hätte ich auch gesagt, ne? Ich hätte in Amerika 1 Woche. Was darf da wohl nicht wahr sein? Ja. Was hast du denn da gemacht? Du hast vielleicht die Wut gekriegt. Ich mit 180 Sachen die Straße runter in Richtung Ring. Bevor wir an das Geländer kommen, fängt der hinten an zu schreien. Hey, halt, stopp! Sag, räsch ich doch nicht ab. Bevor wir 2 am Wasser sind, ist die Brücke schon fertig. Ja, Junge. So muss das sein. Ja, aber hör uns da. Ich habe jetzt Neues. Ich hätte eine schöne Tiergeschichte für dich. Sonst war nicht in Märchenstunde. Ja, du musst aber gut zuhören. Ja, ich höre immer, was du nicht sagst. Ne? Ja, jetzt pass auf. Also. Ein Löw und ein Müschen, ne? Ja. Die haben zusammen spazieren. Fängt was Joda an, ne? Ja, ne? Und plötzlich fällt das Müschen in die Floren. Ach, das tut mir aber leid. Oh, der Löw hat der Rex in den Städten runterhängen lassen. Und so gut das Müschen und dran in den Hügel. Wie schön von dem Städten, ne? Ja, ne? Ja, ja. Aber der Teufel will es. Da fällt doch der Löw in der D-Floren. Jetzt sag bloß, du hättest das Müschen der Städten runterhängen lassen. Du bist doch nicht mehr geschehen. Nee. Das Müsse hat der Rex ihr Handy rausgenommen. Das Handy? Viel kleine Müsse angerufen, die sind alle gekommen, haben ihr Städtchen aneinander geknüttelt. Und so gut der Löw sich da befreien. Mensch, klasse, sag. Ja, ne? Und was ist jetzt die Quintessenz davon? Was für eine Essenz? D
dünn. Was liest du aus der Geschichte? Das ist doch ganz klar. Ja? All deine kleine Städte sind brauchen ein Handy. Was? So klar. Ne? Ja, Lef Lückscher, wir zwei haben immer jode Mut. Jedet uns schlecht oder jedet uns jod. Drum hängt der Humor nie an der Nähe. Made dem Leffe wie dünnes und schell. Allah. Die Gebrüder Jansen verkörpern diese Figuren schon seit 3 oder noch mehr Jahrzehnten. 40. Ja. So jung sind die. Ja, genau. Ich bin der Meinung, es gehört zu Köln wie der Dom und alles, was unsere Stadt als urtümlich auszeichnet. Bedanken wir uns bei beiden mit einem dreiberkräftigen Köln! 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 In der vorjährigen Nostalgiesitzung hat ein Paar besonders Furore gemacht. Ich höre A und O. Jeder weiß, was jetzt hier auf die Bühne kommt. Empfangen Sie mit Begeisterung Schneewieschen und Rosenrot. Tja, wir sind noch flög vorbeigekommen, bevor uns Verfallsdatum überschritten ist. Ne? Aber. Mach dich nicht bang, alt werden mit Spaß. Du gehst vor Genösch an der Haustür ein Russ. Et tut ein paar Schritte nur, dann wirst du konfus. Ein Frau, der dich plore, ist dann auch gewiss, dass a vier Schlosse Ding Wohnungstür ist. So ne Zwiebel, der mäht dich knatsch, jeck und verrückt. Drum nimmst du de Kier und läufst noch eins zurück. Alt werde mit Spaß, das halte mir fast, vor jetzt lass und brass. Alt werde mit Spaß, aber das sollt man auch dabei sagen. Spaß kann nicht jeder vertragen. Du stehst vom Schaf und sing dir Mäste ab, bis was bist du? Bis am Simulieren und güss doch nicht drauf. Was du nicht nur he und was han ich gewollt? Was hätt ich je aus dem Schaf he geholt? So verjahn die Minute, du ärgerst die Schwatz. Die Zick war doch wieder ein Zielat für de Katz. Alt werden mit Spaß, das halte mir fast, vergesst Lass und Brass. Alt werden mit Spaß, aber das sollt man auch dabei sagen. Spaß kann nicht jeder vertragen. Du hast gebühlt, dass drauf flüchte fort. Mest 3 Wochen Urlaub, bald gehst du kaputt. Et jede Gedanke da nicht aus dem Sinn. Da steckst du dich in, da steckt uns noch drin. Vielleicht ist ja die Hüse alt lang aufgebrannt. So ein Kopping, die hättest du daheim nicht gekannt. Alt werde mit Spaß, das halte mir fast.
Voi jest las un bras, alt werde met spas, aber dat sollt mo och dabei sache. Spaß kann nicht jeder vertragen. Ja, danke schön für die Gedächtnis. Der Doktor war nett. Verschriffe et letzter ein ganz dürr Tablett, die ma jede Morge raffschrecken soll. Der Abend küt und du bist radadoll. Dann ob einmal am Zelle, du mäst dich ganz jeck. Han ist die Tablett, diese Morge geschleck. Alt werde mit Spaß, dat halde ma fass. Vorjest lass und brass, alt werde mit Spaß. Aber dat sollt ma auch dabei sagen. Spaß kann nicht jeder vertragen. Ich esse nur so gern und es schmeckt mir immer so gut. Und wenn wir dann die Blute wieder zu Spack geworden sind, da blieb mir ja nichts anderes übrig wie Ming-Diät. Und da soll der Ojet von hören. Ming-Diät, Ming-Diät, das ist jetzt was mich mutzig spät. 3 Wochen, deitze Dore. Dann möder 2-mal lore, loder 1-mal nur könnt ihr mich nicht besinnen. Jeder frösch, auf ich es bin. Radadadam, dat fängt an mit Schlaubersalz. Nee, dat steht mir bis zum Hals. Nur noch Wasser, Hunger, Hunger. Und vom Brilder gütt mir ja nicht mehr Hunger. War dafür der Kur, die Huck auch jetzt so spack. Nur 3 Tage, da hängt sie an, ich wie ein Sack. Bum, Ming-Diät, Ming-Diät. Das ist jetzt was mich mutzig schmeckt. 3 Wochen, deitze Dore. Dann möder 2-mal lore, nur der 1-mal noch könnt ihr mich nicht besinnen. Jeder frösch, auf ich es bin. Radadadam. Hafer, jäsch, ein Kumpferl Ries. Nee, was schmeckt dat laff und fies? Wie die Hühner können picken. Und dann köje, 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 und dann schlägt. Schwarze Kaffee und 2 Morgen, wie ein Kning. Fan von Sünde füllt man sich dann wie ein Beijing. Ming-Diät, Ming-Diät, das ist jetzt was mich mutzig schmeckt. 3 Wochen. Deitze Dore, dann möder 2-mal lore. Loder 1-mal noch könnt ihr mich nicht mehr sehen. Jeder frösch, auf ich bin. Radadadam. Seine Tat nur noch im Sinn. Unter Wasser steht mich Kinn. Immer träume ich von Hemmscher. Nee, was immer, ärmer Dämmscher. Eines Tages, da weht der Drum dann wirklich geht. Und von Führer fängt dann an, dasselbe Leid. Badadabababab, Ming-Diät, Ming-Diät. Das ist jetzt was. Mich mutzig schmeckt, 3 Wochen, deitze Dore, dann möder 2-mal lore.
mir Sinn. Jeder freut, ob ich es bin. Adeladam, tschu! Uschi Werner Fluss. Und Henna Berzau, seines Zeichens Kinderarzt in Köln-Riel. In Köln-Riel bekannt und Kölsch als der Putendoktor. Ich meine, Sie haben Ihre Sache wieder grandios gemacht. Und wir hoffen... Und wir hoffen, dass Sie uns in der Form, selbst im hohen, fortgeschrittenen Alter, noch lange erhalten bleiben. Rufen Sie mit mir aus. Dreimal Kalle! 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 Im Moment ist... Fangen Sie Johnny Buchart. So groß war ich mal vor 30 Jahren. Ach, je später der Abend, je kleiner die Gäste. Ja, was hat herrlich. Was sagst du? Ich weiß, ich bin fett geworden. Ne? Ja, ich kann ja nichts dafür, das ist mein Arzt in Schuld. Er hat gesagt, sie können essen, was sie wollen, so viel sie wollen, nur runterschlucken dürfen sie nicht. Und wer kann das schon? Ist überhaupt so ein Typ, mein Arzt. Meine Nachbarin hat sich voll bei ihm untersuchen lassen. Wie er fertig war, sagt er, schicken Sie mir morgen mal Ihren Mann. Sagt er, was ist denn, Herr Doktor? Nix, schicken Sie mal Ihren Mann. Mein Nachbar kam hin, sagt er, was ist denn mit meiner Frau? Sagt er, hören Sie mal zu, wenn Sie Ihre Frau nicht viermal am Tag ganz innig lieben, stirbt sie. Kommt er nach Hause, sagt sie, was hat der Arzt gesagt? Er hat gesagt, du musst sterben. Sie lebt noch. Ich habe einen großen Bekanntenkreis. Aber die haben Geld, haben die Riesenvilla. Er hat einen 600er Mercedes, 12 Führerscheine. Wenn der in die Polizeikontrolle reinkommt, hält gar nicht an. Wenn man Fenster aufschmeißt, einen raus, fährt weiter. Nicht? Und die haben eine Tochter, ein Tier. Ja. Die hat so vorstehende Zähne, die kann eine Tomate durch einen Tennisschläger essen. Sie hat auch einen jungen Mann kennengelernt. Jetzt wollte sie mal der Mutter vorführen. Ausgerechnet an dem Tag hat der arme Kerl drei Teller Bohnensuppe gegessen. Jetzt geht er so die Treppe zur Villa hoch, verspürt er so Druck. Denkt er, was mache ich jetzt? Ich kann reingehen und sagt, guten Tag, mein Name ist Schmidt, wo ist die Toilette? Er hält's wie ein Mann. Die Alte sagt, freue mich, den neuen Freund meiner Tochter. Nehmen Sie Platz auf der Couch. Neben der Couch saß eine Riesendogge. Wie er sich hinsetzt, guckt die Alte die Dogge an und sagt, hast du so? Denkt er, Gott sei Dank, die hat gedacht, da war der Hunger. Nach 10 Minuten, hast du so? Jetzt wurde er schon mutiger. Dann fährt er schon, sagt sie, hast du so? Komm sofort hier rüber, der scheißt dich voll, du. Ehrlich? Bisschen Nostalgie. Da ging die Mauer weg, dann fingen wir an zu reisen. Dann sind wir in Deutschland Reisevolk geworden. Ich habe dann auch in der Turbolade eine Neckermann-Reise gewonnen. Zweiter Preis, erster Preis war ein Transistorradio. Und dann sind wir mit dem Zug nach Italien gefahren. Ich habe schon mal gesehen, dass so deutsche Touristen mit dem ganzen Gepäck mit dem Zug in Italien ankommen. Sieht ungefähr so aus, pass auf hier. Ah, Italien, schönes Italien.
Sie waren auch da, ne? Ja, ja, ja. Wir sind dann rein ins Hotel. Ein sagenhaftes Hotel. Die Zimmer waren so klein, wenn die Sonne reinkam, musste ich raus. Und die Wände so dünn. Nachts um 11 ging das los, nebenan. Ich. Ruhe. Viertel nach 11. Ich wieder. Das ging die ganze Nacht. Ich bin wahnsinnig geworden. Morgens um 6 bin ich raus. Hab mich neben die Tür gestellt. Ich denke, den gibt's jetzt einen vor Keks. Wenn der rauskommt, geht die Tür auf, kommt ein nettes, altes Mütterchen raus. Sagt sie, guten Morgen. Ich sag, guten Morgen. Sagt sie, sag mal, haben Sie nebenan gewohnt? Sagt, das hab ich. Sagt, haben Sie die ganze Nacht an der Wand gekloppt? Ich sag, das hab ich. Och, sagt sie, ich war so müde, sonst wäre ich herübergekommen. Ne? Ja, danke, nachher alle zusammen. Mir haben das Zimmer 100 gegeben. Hat mir nachts so ein Witzbold die 1 geklaut. Ich habe die ganze Nacht im Bett gesessen, hab besetzt gebrüllt. Furchtbar. Man braucht nicht immer nach Italien. Ne? Kann in Deutschland bleiben, ist auch ein herrliches Reiseland. Andere Mentalität, Oberbayern zum Beispiel super. Lokale, alles rustikal, toll. So solche Burschen. So ein Bauern hingegangen, sag ich, kann ich bei Ihnen ein Pferd mieten zum Reiten, sagt der Fröhli. Stall aufgemacht, stand da 7 Pferde, sagt der, suchen Sie nichts aus. Sag ich, das in der Mitte hätte ich gerne, sagt der, das kann ich nicht geben, da fallen die anderen um. Bayerischer Humor. Ja, die haben tollen Humor, oder? Wir sind dann weiter nach Österreich, die Österreicher. Oh, die Wiener sind ja bekannt für ihr Tempo. Kennen Sie den Inbegriff des Wiener Tempos? Sie kennen den Stephansdom. Oben stehen zwei Maler, die restaurieren die Uhr. Sagt der eine, ich hör auf. Sagt er, warum hörst du auf? Sagt er, weil mich das nervt. Sagt er, was nervt die? Sagt er, der Stundenzeiger, der schluckt mir da und den Pinsel aus der Hand. Danke. Wir sind dann runter in Ruhrpott. Ruhrpott, ja, auch herrliche Typen. Ich hab zwei überhört, sagen, wie geht das, Karl? Ich sag, geht gut wohl. Ich hab letzte Woche geheiratet. Oh, sag, das ist gut. Nee, sag, gut ist es nicht. Meine Frau ist ja hässlich. Oh, sag, das ist schlecht. Nee, sag, das ist schlecht. Sie sind auch wieder nicht, sag, viel Geld. Oh, sag, das ist gut. Nee, nee, sag, das ist gut. Sie sind auch wieder nicht, sie ist sehr geizig. Oh, sag, das ist aber schlecht. Nee, sag, das ist schlecht. Sie ist auch wieder nicht. Sie hat mir vor 3 Tagen eine tolle Villa gekauft. Oh, sag, das ist gut. Nee, sag, so gut ist es auch wieder nicht. Die Villa ist gestern abgebrannt. Oh, sag, das ist aber schlecht. Nee, sag, das ist so schlecht. Ist auch wieder nicht. Meine Frau war nämlich drin. Oh Gott. Dann müssen wir natürlich weiter rauf nach Ostfriesland. Nostalgie, Ostfriesenwitze. Waren ja eine Zeit lang out. Ich finde die ja so herrlich. Es war Ostfriesen jetzt auf der Bank. Sagte, einen Morgen komme ich nicht. Sag er, warum kommst du nicht? Nee, sagt er, ich fahre morgen auf Ferien. Sag er, wo fährst du denn hin? Sag er, ich fahre ins Rheinland. Sag er, da kannst du nicht hin, da ist Krieg. Im Rheinland ist Krieg. Wie kommst du denn da drauf? Ja, sagt er, mach mal morgen früh um 5 das Radio an. Macht er morgens das Radio an, hört er Bingen, gefallen 4, Mainz, gefallen 5. Komm. Schlimm, schlimm, schlimm. Gibt noch Schlimmere. Zwar aus Friesen geht am Strand entlang, sagt der eine, guck mal, Fiete, eine tote Möwe. Sagt er, wo? Da bückt er sich so da unten und findet so einen Taschenspiegel. Da guckt er so rein, sagt er, den kenne ich. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß bloß nicht, wo ich den hin tun soll. Ich nehme das Bild mal mit nach Hause, vielleicht fällt es mir noch ein. Er steckt den Taschenspiegel unter sein Kopfkissen, kommt seine Frau ein und sagt, was hast du da versteckt? Sagt er, gar nichts. Sagt sie, sei ehrlich, ich weiß, du hast so ein Techtelmechtel mit irgendeinem Weib. Sagt er, ich schwöre dir, sie nimmt den Taschenspiegel. Ha, ich hab's gewusst. Und dann noch so eine hässliche. Es gibt so manche im Publikum, die kritisieren an allem oben die Witze, sind zu schlüpfrig und so. Und außerdem,
wo bleibt das Niveau? Sie haben zwar herzlich mitgelacht, jedoch, Sie hätten es besser gemacht. Die Besserwisser, die kenne ich gut, die bringen mich nicht mal mehr in Wut. Die sollte man selbst hier oben stehen und ich möchte sie von unten sehen. Das wäre schön. Allah! Unser Johnny Buchert, dreimal Kölle! 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 Empfangen Sie den Kölschen Caruso! Klatschmarsch! Es war im Zillertal, im schönen Zillertal, wo er sie sah, ja sah zum allerletzten Mal. Der Abschied fiel ihm schwer, jedoch es musste sein, denn er fuhr übers Meer und sie nach Köln am Rhein. Es war im Zillertal, im schönen Zillertal, wo er sie sah, ja sah zum allerletzten Mal. Der Abschied fiel ihm schwer, jedoch es muss sein, denn er fuhr übers Meer. Sie nach Köln am Rhein. Und allen der Himmel. Wir kommen alle. Sieht selbst der Petrus ein, der sagt, ich lass gern euch ein. Ihr wart auf Erden schon die reinsten Engelein. Ich sehe Sterne, ich sehe Sterne, doch keiner von den Sternen ist so schön wie du. Drum ging ich gerne noch heute Nacht mit einem Kuss von dir zur Ruhe. Denn die Reben am Rhein wieder blühen, sehnt mein Herz sich nach dir und nach dem Wein. Glücklich sein. Ich fahr mit meiner Lisa zum Schiebenport nach Pisa. Sie muss das Ding mal sehen, um endlich zu verstehen, dass auch das Schiebe auf der Welt sich unwahrscheinlich lache. Drum fahr ich mit der Lisa zum Schiebenturm nach Pisa. Ich bin wie ein Schiff ohne Hafen. Ich kann keine Nacht vor Sehnsucht mehr schlafen. Ich bin da. Wer hat noch nicht, wer will noch, wer hat noch nicht, wer will noch, es ist noch Suppe da, es
jetzt ist noch Suppe da. Ich gebe eine Runde für den ganzen Saal. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Wer hat noch nicht, wer will noch was? Wer hat noch nicht, wer will noch? Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Ich gebe eine Runde für den ganzen Saal. Meine lieben Freunde, ich darf Ihnen vorstellen, unser Kölscher Caruso, Erwin Gehring. Empfangen Sie mit Begeisterung einen Reporter vom Bohreblättchen. Klatsch mal. Ich kann den's eine, der kannt mich auch. Wir kannten uns alle zwei. Ich wurde vergangene Weiche in Köln und Jonne für den Neumann. Sind ich der auf der anderen Seite, Jon. Der dreht sich rum und sieht mich auch. Ich winke dem. Der winkt mir, schon für den Neumann ob der Arm, der küt ob mich an. Da sind ich, dass der das ja nicht ist. Der sieht, dass ich das nicht bin. Da brauchen wir das alle zwei nicht. Für den Rest krieg ich Geld. Meine Frau wollte sie selber von der Hutzige neue Küche haben. Sag, was willst du mit einer neuen Küche? Du kannst seit 25 Jahren nicht anständig kochen. Seht ihr, du willst ja auch ein neues Schlafzimmer. Wir sind dann mit der Bahn nach Marseille gefahren. Ich komme am Hauptbahnhof in mein Abteil. Sitzt da eine in der Eck. Sag, entschuldigen Sie, kann ich Ihnen helfen? Ach, seht ihr, wenn Sie da oben ein Kissen runternehmen würden, dann würden wir das in den Rücken stecken. Ich habe dem das Kissen in den Rücken gesteichen. Seht ihr, oh. Seht ihr, entschuldigen Sie, können Sie mir noch mal helfen? Können Sie da oben die Tüte runterholen und mir ein Butterbrot und eine Tasse Kaffee geben? Ich habe dir geführt und das Kaffee offen. Seht ihr, oh. Oh. Seht ihr, schon, so können Sie mir noch mal helfen? Können Sie nicht den Koffer runterholen und mich unter die Füße stellen? Da hielt mich, droht nicht mehr aus. Seht ihr, was haben Sie? Seht ihr, Urlaub. Wir waren noch kein drei Tage auf dem Schiff, kräschen mit der Einladung für den Captain's Dinner. Steht da drin, die Herren haben im Dinnerjackett zu erscheinen. Sarah für mich droht, was ist ein Dinnerjackett? Seht ihr, da ist nur ein Knopf dran. Sarah, da habe ich jede Menge bei mir. Ihr könnt lachen, ich habe mich in dem Ding verlegt, blamiert. Die andere hat dann noch allen Butz angedacht. Wir kommen nur jetzt in die Räumlichkeiten rennen.
Da hatten sie in eine Hütte ein kaltes Buffet aufgebaut. Jede Menge kleine und große Kümmchen mit diversen Schlaten und Sausen. Ich habe ein Frikadell gegessen, habe einen Schruf gebissen. Sage er, oben in ihren Frikadellen sind Schrauben. Sagte, da sehen Sie mal, wie das Pferd immer mehr vom Auto verdrängt wird. In eine Ecke stund eine, der wo nur Rühe, Möse und Schlot am Essen. Mit Rot hat den Zick lang beobachtet, ist es wenig gegangen, sagte, denn Schulden sind Sie Vegetarier. Sagte er, ja. Sagte, lieben Sie Tiere? Sagte er, ja. Sagte, warum essen Sie denen dann das Futter weg? Wir saßen gerade, krabbelt eine über der Erde, unter unserem Tisch durch. Seht, was sucht der? Sage 100 Mark. Seht, woher weißt du das denn? Sag, die hast du gerade gefunden. Wie wir am anderen Tag noch am Frühstück wollten, kommen wir an einem Neffe in Yang vorbei. Liegt da der komplette Elferrad für die Tür. Sag für den Kapitän, was soll das denn? Sagt er, das müssen Sie verstehen. Es ist ein Taifun angemeldet und dann dichten wir den Nebeneingänge vor sich halber mit alten Säcken ab. Wir sind dann noch am Frühstück rup auf das Promenadendeck. Mir droht, das hat sich voll in die Sonne gelegt. Das hat sich eingecremt, das war glitschig wie ein So am ingesäften Städts. Gut, der Deck steht was an. Seht ihr, Chateaubriand, Madame? Seht ihr, nix, ich bleibe in der Sonne liegen. Küt dat Frau, Mensch, wo jet offens für mit je Dans han und hat sich eine 5 cm lange Holzsplitte in die Fut geratscht. Da deut mir dat Brötchen für die Seh. Seht, dat können Sie mir den entfernen? Sag nein, das ist Behördensache. Seht, wieso? Sage, das Entfernen von Holz aus einem Naherholungsgebiet ist genehmigungspflichtig. Wir sind dann über das Mittelmeer, durch die Straße von Gibraltar. Die war in sehr schlechtem Zustand. Meterhohe Wellen, da haben uns nur noch in gebrochenem Deutsch unterhalten. Sind dann links ab nach der Kapverdischen Insel. Die haben ihren Namen aus dem Mittelalter. Da sind die deutschen Seelück immerhin gefahren und haben sich ihre Kappe machen lassen. Und wenn die da angekommen sind, haben die schon von wegen gerufen, Kapverdisch. Es ging dann südlich um die Salmonellen, wieder nach Norden in die Stadt Wort Jumeux Square, bis Madison Square Garden, im Steiche düstere durch den Panama-Kanal. Mir stand auf den Hu an der Reling, seht mit Rota, guckt mich was an. Sag, das ist ein Luchs. Seht, warum leuchten dem seine Augen denn so? Sage, das ist ein Elektrolux. Ich habe dann nicht abends in der Bar ein paar ausländische Kollegen getroffen. Eine Franzose, eine Amerikaner und eine Türk. Wir kommen ja in den Kall. Seht, der Franzose ist überhaupt nichts los, wollen wir uns nicht irgendetwas aus unserer Heimat erzählen? Ich sage, was dann? Seht, wo wir besonders stolz drauf sind? Ich sage, dann fang doch uns an.
Ja, sieh, das weiß ja jeder in Frankreich, die Frauen. Die sind schlank, die sind elegant, die sind charmant, die sind wunderschön und unheimlich toll in der Liebe. Da bin ich besonders stolz drauf. Seht ihr, Türk, Papalapap, Frauen? Bei uns in der Türkei, die Teppiche, die sind riesengroß. Die haben eine Vielzahl von Ornamenten. 1000 Stiche auf den Quadratzentimeter. Die sind so weich wie das Moos im Wald. Da bin ich besonders stolz drauf. Seht ihr, Amerikaner, bei uns in den USA, der CIA, der weiß alles, kann alles, erfährt alles. Dem bleibt nichts länger als 24 Stunden verborgen. Da bin ich besonders stolz drauf. Die gucken mich an, sage, wenn ich dich so kalle höre, besonders stolz bin ich dann nur noch auf mich. Sagt der Franzose, wieso? Sage, ich habe es mit einer Französin auf einem türkischen Teppich getroffen, da ist der CIA bis heute nicht hingekommen. Wie wir dann wieder heimgeflogen sind, treffe ich im Flugzeug meine Kabinennachbar wieder, der hatte so einen dicken Back. Sag, was hast du denn gemacht? Ach, stellt mir immer auf. Ich war noch in Las Vegas, da habe ich Roulette gespielt. Ich habe $50 auf die 13 gesetzt. Die Kugel rollt. Rien la plus. Was soll ich dir sagen, wer gewonnen hat? Sag, erzähl. Die 13. Ich hatte so einen Haufen Geld, alles wieder auf die 13 gesetzt. Die Kugel rollt, Rien la plus. Und was soll ich dir sagen, wer gewonnen hat? Ich sag, erzähl. Die 13. Ich hatte so einen Haufen Geld, alles wieder zurück auf die 13 gesetzt. Die Kugel rollt. Was soll ich denn sagen, wer gewonnen hat? Ich sah die 13. Nee, die 6. Sag, ich hätte mir ohne Rüm jetzt weggebissen. Das ist was meinst du, was ich im Mund hab? Ich hehl dich jetzt Quatsch und verzell. Doch leider verjährt die Zick viel zu schnell. Ich muss wieder fahren, sind mir nicht Gott. Der Bauer-Reporter ist wieder fort. Allah, Dankeschön. Der Mann heißt Adam Kranz. Wir bedanken uns bei ihm für seinen vortrefflichen Vortrag mit Dreimal Kölle. Kölle! Und nunmehr möchte ich Ihnen ansagen, eine Darbietung. Ich glaube, mit Fug und Recht behaupten zu können, von Weltspitze. Erstens einmal Spitze für unsere Heimatstadt Köln. Zweitens einmal Spitze, Weltspitze auf vielen Bühnen auf diesem Erdball. Hier in Köln sind Sie einfach nicht mehr wegzudenken. In der Karnevalszeit auf den städtischen Bühnen unter dem Pseudonym Das Tiefertisse Menschen. Vor Ihnen erscheinen nunmehr fast 150 Sänger im Frack des Kölner Männergesangvereins. Einmal. We'll be right back.
muss der Mann an, ob alt oder jung, sonst wird der Schieder setzen, der Scham für etwas um. Was gibt dann mal 10.000 Taler? Wir haben's ja nicht, wir kriegen's auch nicht. Was gibt dann mal 10.000 Taler? Wir haben's und kriegen's nicht. Was gibt dann mal 10.000 Taler? Das ist jetzt, wo ich doch